Hilfe, lieber Jürgen, Hilfe, schreibt Brigitte Thege. Chaos, Desaster und Panik herrschen in meiner Küche. Mein Mann, dieser faule Schlunz, deckt mich mit Bergen von schmutzigem Geschirr ein und weigert sich, mir bei der Hausarbeit zu helfen. Ich ersticke in Arbeit. Das Ehepaar Thege haben wir eingeladen. Darf ich Sie mal zu mir bitten? Frau Thege, herzlich willkommen. Herr Thege. Ist das wahr? Das ist die nackte Tatsache. Sobald ich abends nach Hause komme oder in die Küche reinkomme, da stapelt sich das Geschirr bis zum geht nicht mehr. Ich kann mich bald nicht mehr durchfinden, aber seiner Meinung nach, solange noch was im Schrank ist, holen wir einfach alles raus. Was soll's? Verstehe. Was sagen Sie dazu? Ja, ich finde das ganz gut so. Sie haben aus ideologischen Gründen nicht mal über so etwas wie Arbeitsteilung nachgedacht? Ich gehe auch 4 Stunden am Tag arbeiten. Oh, so lang doch. Ja. Frau Thege, hätten Sie Ihren Mann gerne anders? Ja, im Prinzip schon. Hätten Sie etwa, Sie persönlich, etwas dagegen, wenn wir so ein kleines Umerziehungs-, will sagen, Rehabilitationsprogramm mit ihm durchziehen? Überhaupt nicht. Das kann ihm mit Sicherheit nicht schaden. Sie würden das mitmachen? Ja, aber nur hier. Ja, nur hier. Gut, dann bleiben Sie mal hier stehen. Frau Thege, passen Sie auf. Sie kriegen jetzt einen Ehrenplatz, einen Fernsehsessel. Da setzen Sie sich hin. Ja, und gucken sich das alles unheimlich genüsslich an. Eigentlich sollten noch Chips dazu gereicht werden. Aber der Shampoos tut es ja auch. Ne? Ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt mit Ihrem Mann passiert. Ja, Herr Thege, es ist ganz einfach. Wir haben ein kleines Rennen für Sie vorbereitet. Und zwar ist die Aufgabenstellung, es ist Abend, Sie erwarten Besuch zum Essen. Sie haben die Aufgabe, die Ihre Frau sonst immer hat. Sie müssen sich anziehen, schön anziehen. Es sind hochgestellte Gäste, das werden Sie noch sehen. Und zwischendurch müssen Sie ein wenig Hausarbeit erledigen. Da ist die Wäsche in der Maschine, da ist die Putenkeule im Ofen, das Baby muss gewickelt werden, ja, all diese Sachen. Also, zunächst einmal ziehen Sie sich an, ja? Und immer, wenn Sie diese Glocke hören, dann gehen Sie und erledigen eine von diesen Pflichten, die Ihre Frau tagtäglich erledigt. Ist ja nicht weiter schlimm. Ja. Dann kommen Sie zurück und ziehen sich weiter an. Und wenn Sie es geschafft haben, sich anzuziehen, um mit der Hausarbeit fertig zu sein, bevor diese Glocke ertönt, das ist die Haustürglocke, dann haben Sie einen super Preis gewonnen. Alles klar? Alles klar. Ja? Naja, ich meine, Herr Thege, es geht hier wirklich um eine Dankeschön, Andrea. Damit das jetzt nicht ganz so, Finger weg, nicht ganz so einfach ist, haben wir gedacht, nehmen wir nicht Ihre Kleider, sondern die Ihrer Frau. Weil die hat ja nun mal schwerer anzuziehen, ja, damit Pullover und Hose, das ist ja alles ganz einfach. Sie ziehen immer das an, was ich Ihnen zureiche. Beginnt mit diesem Hüftgürtel, aber als erstes, wenn ich sage, Achtung, fertig, los, ziehen Sie sich mal aus. Das muss einfach sein, ja? Auf die Plätze, fertig, los! Nein, die Unterhose lassen Sie bitte an, aber Tempo jetzt, die Gäste kommen. Ja. Oh, ja, 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 ja. Hey, ja, 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 ja. Hier ist der Hüftgürtel. Sehr schön, hinein, da die rum, hinein, 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 Herr Thege. Yeah! Sehr schön. Ein bisschen Herr der Ringe sind Sie auch, aber das macht nichts. Büstenhalter an. Das ist die Glocke. Zur Waschmaschine. Zur Waschmaschine. Die Wäsche rausnehmen. Herr Thege, schnell die Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Hier ist Ihre Perücke. Und jetzt kommen die Strümpfe. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich versichere es Ihnen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das andere Bein hält sich nicht mit Kleinigkeit auf. Jetzt zum Backofen! Zum Backofen! Der Backofen muss raus! Ja, wieder zurück! Ich helfe Ihnen! Hier ist das Kleid! Umdrehen! Oh, ah, das Baby! Das Baby muss gewickelt werden! Puder auf das Baby, Herr Thege! Puder auf das Baby! Die Haustürglocke und da sind Ihre Gäste.
Ja, wie sehen Sie denn aus? Kommen Sie mal hier rum. Herr Tege, Frau Tege, kommen Sie mal, kommen Sie mal. Herr Tege, was empfinden Sie in diesem Moment? Ich fühle mich unheimlich toll. Glauben Sie, dass es ihm irgendwas genützt hat? Ich denke schon, mit Sicherheit. Aber Sie haben wenigstens einen Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall, kann ich nicht anders sagen. Ja, schön. Gucken Sie mal, jetzt haben Sie ja, wenn Sie jetzt ganz angezogen gewesen wären, aber hinten, da klafft ja eigentlich, wenn ich das noch mal so zeigen darf, da liegt ja eigentlich alles im Argen, ne? Da haben Sie halt nur leider den halben Preis gewonnen, ja? Wir werden Ihnen das jetzt zeigen. Legen Sie bitte Ihren Kopf auf die Torte. Nein, machen Sie das nicht. Das war ein dummer Scherz. Vollstrecker, bitte. 1, 2, 3.